Spürt die Magie des Schnees. Was ist wichtiger, hübsch zu sein oder sich warm anzuziehen? Wir zeigen euch neue Winter-Beauty-Lifehacks. Wir haben jede Menge Tipps für euch. Oh, meine Hände frieren. Ich kümmere mich drum. Wow, ein Handschuh für Verliebte. So wird meine Hand nicht mehr frieren. Ich sage lieber nicht, dass dieser Handschuh aus einer Socke besteht. Ich habe meine Haare gewaschen, aber habe keine Zeit, sie zu trocknen. Ich muss los. Wenn es draußen eiskalt ist, ist das offensichtlich eine schlechte Idee, mit nassen Haaren rauszugehen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit eurer Freundin trefft, seht ihr aus wie ein Eiszapfen. Oh je, ich habe meine Beine seit 2 Monaten nicht mehr rasiert. Oh. Aber ich weiß, wie ich es schnell lösen kann. Im Winter muss ich nur den Teil meines Beins rasieren, der unter meiner Jeans sichtbar ist. Niemand muss den Rest sehen. Und ich spare eine Menge Zeit. Ein hoher Pferdeschwanz und eine Mütze passen im Winter nicht wirklich zusammen. Es sei denn, wenn ihr einen kleinen Schnitt macht, könnt ihr den Pferdeschwanz durchziehen. Problem gelöst. Hey Süße. Oh mein Gott, wird er es endlich tun? Ja. Ich habe dir endlich Schals für die Beine gestrickt. Jetzt werden deine Knöchel nie wieder frieren. Also, das habe ich jetzt nicht erwartet. Trotzdem danke. Draußen ist es so kalt, dass ich Angst habe, rauszugehen. Ich muss eine Mütze tragen. Nein, ich habe immer noch Angst. Ich habe eine Idee. Wo ist mein Föhn? Bevor ich rausgehe, halte ich meine Mütze mit diesem Föhn auf. Wenn ich mit einer vorgewärmten Mütze rausgehe, habe ich keine Angst mehr. Wollt ihr einen Schal tragen? Hier sind 3 einfache Möglichkeiten, einen Schal zu tragen. Erstens, wickelt den Schal um euren Hals. Führt dann die Enden einige Male durch die Schlaufe. Zweitens, bindet den Schal um und macht am Ende einen Knoten. Steckt das zweite Ende durch den Knoten. Zieht den Knoten leicht nach oben. Und was ist mit dem Kopf? Hier ist die 3. Methode. Legt den Schal auf euren Kopf, wickelt ein Ende um den Hals und steckt das andere Ende durch die Schlaufe. So ist es schön warm. Ich möchte bei meinem Date hübsch aussehen. Aber wenn ich dieses Kleid trage, friere ich mich zu Tode. Und in diesem warmen Pullover sehe ich aus wie ein Holzfäller. Aber ich kenne einen Hack. Ich binde einfach ein Gürtel um meine Taille. Wow, das ist viel besser und sieht stylisch aus. Es ist gut, im Winter Strumpfhosen zu tragen, aber meine Strumpfhose versucht immer wieder runterzurutschen. Ich gebe aber nicht auf. Ich ziehe einfach einen zweiten Slip über meine Strumpfhose. Wow, ich bin Superman! Jetzt rutschen meine Strumpfhosen garantiert nicht mehr. Ich will mein Gesicht vor der Kälte schützen. Mein Schal bedeckt mein ganzes Gesicht. Aber jetzt sehe ich nichts mehr. Dann trage ich lieber einen speziellen Lippenpullover. Mir ist warm, ich fühle mich sicher und es sieht toll aus.
Ich habe ein Date und bin so nervös. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch Zeit für eine schnelle Maniküre. Ich stand den ganzen Tag in der Küche. Ich hoffe, sie mag meine Pasta. Ich hoffe, er mag meine Maniküre. Ein guter Wein darf natürlich nicht fehlen. Oh nein, auch das noch. Ich habe noch Zeit, Tee zu kochen. Ich brauche mich nicht beeilen. Kerzen sorgen für eine romantische Stimmung. Der nächste Nagel ist fertig. Wo ist sie denn? Ich bin schon seit einer Ewigkeit fertig. Jetzt muss erstmal der Lack trocknen. Oh nein, ich muss los. Aber was mache ich mit meinen Nägeln? Hier ist der Lifehack. Der Lack muss gekühlt werden. So wird der Lack schneller trocknen. Ich könnte Erfrierungen bekommen. Aber zumindest wird mein Nagellack nicht verschmieren. Endlich bin ich fertig. Oh Mann. Hey, tut mir so leid. Was ist los? Hä? Nachdem ich meine Mütze abgenommen habe, sind meine Haare elektrisiert. Und ich sehe aus, als wäre ich vom Blitz getroffen worden. Aber ich bekomme das schon hin. Ich bürste einfach meine Haare mit einer nassen Bürste. Und meine Haare werden sich gleich wieder beruhigen. Und das Date kann weitergehen. Dieser Kunde möchte etwas sehr Ungewöhnliches. Ein Beauty-Fashion-Exotik-Luxus-Konzept. Kommt sofort! Wir werden falsche Wimpern auf deine Augenbrauen setzen. Es ist der angesagteste Trend heutzutage. Wow, das ist fantastisch! Durch den Wind ist es so kalt und ich habe keinen Schal dabei. Nicht gut. Aber mein Haar kann mich erwärmen. Wickelt es einfach wie einen echten Schal um euren Hals. Hey! Wow, wie siehst du denn aus? Du siehst aus wie ein Marsmensch. Ach ja, mein Maskenbildner ist der kalte Wind. Um die gereizte Haut zu beruhigen, nachdem ihr von der Kälte reingekommen seid, könnt ihr einfach eine Gesichtsmaske zubereiten. Mischt 2 Esslöffel Honig, Haferflocken und schwarzen Tee. Tragt es auf das Gesicht auf. Oh Gott! Jetzt müsst ihr 10 Minuten warten. Spült es dann mit Wasser ab. Wenn ihr diese Maske ab und zu anwendet, verträgt eure Haut die Kälte viel besser. Eine Mütze ist der Hauptfeind meiner Haare im Winter. Der Wind ruiniert immer wieder meinen perfekten Stil. Was mache ich denn bloß? Hier, ich habe was für dich. Minimützen für die Ohren. Jetzt frieren meine Ohren nicht mehr. Und meine Haare sehen nicht mehr aus wie ein Nest. Bingo! Im Winter werden meine Hände so trocken, dass sich meine Haut pellt. Deshalb brauche ich eine besondere Pflege. Gießt einfach eine reichhaltige, nahrhafte Handlotion in Gummihandschuhe. Und zieht sie an. Massiert die Lotion leicht ein und lasst die Handschuhe 10 Minuten lang an. Tupft die überschüssige Lotion vorsichtig ab. Eure Hände werden es euch danken.
Wie fandet ihr unsere Beauty-Life-Hacks? Schreibt uns, welchen Hack ihr im Winter ausprobiert. Vergesst nicht, Wuhu zu abonnieren und drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst. Wir freuen uns!